Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensagen am Fluss der Zeit. Und ja, wir sind jetzt immer noch im Effa-Tempel, aber hoffentlich bald mal durch. Dazu müssen wir uns wieder durch Riesenkrabbeneier schlagen. Das macht Vorgrim mal für uns. So, dann hoffen wir, dass es dahinter endlich runtergeht. Auf den Grund des Tempels. Nein, wir kommen erst wieder an einen Ort mit Riesenkrebsen. Wie viele sind es diesmal? Sechs Stück, wenn ich richtig zähle. Sieben Stück. Okay. Kugelblitz, Kugelblitz. Was? Bei meiner Treue! Ah, du hämmert ordentlich auf den da ein. Vorgrim auf den da. Angriff! Ei. Und Feiris. Ha! Hilf mir bei dem da. So, Nummer Uno ist tot. Ich habe eine Wunde. Ja? Feiris hat nichts. Ja. Ah, du kannst gleich noch mal einen Sturm loslassen. Gleich noch ein Kugelblitz von mir, dann ist der eine schon mal weg. Oder auch nicht. Dann kriegst du einen Kugelblitz ab. Ja. Feiris sollte Ardo heilen. Ja. Im Vorgrim sollte ordentlich draufhauen. So, Feiris gleich Vorgrim heilen. Was? Attacke! Ardo noch Klingensturm. Ja. Wo bin ich? Ich bin fast tot. Wie mache ich das am geschicktesten, da ich fast tot bin? Ja. Ardo hat sein fast tot. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich den einen Bärsaft nehme, den ich noch da habe. So, den einen Bärsaft habe ich noch gekriegt. Bei Angriff Spar! So. Jetzt ist wenigstens keiner mehr auf mir drauf. Dann kann ich mich mal kurz zurückfallen lassen und mich selber heilen. Was? Ja? Feiris kann wieder Doppelschuss machen. Okay, erst der den Vorgrim angreift, weil der ist schneller tot. Ja. Dann kann die ganze Gruppe nämlich auf den da drauf hämmern. Bei meiner Treue! Gezielter Schuss. Ei. Sie hat nicht mehr genug Ausdauer für irgendwas. Uff. Was? Naja, das ging diesmal wenigstens einigermaßen von der Hand. Ohne dass es gleich was wieder die Übermacht an den Kragen wollte. Gut. Aber trotzdem, das muss nicht sein. Das waren nämlich schon wieder sieben Stück. Aber sicher. Ach nö, da hinten sind noch mehr. Wird gemacht. Deswegen heute Quick Save. Ja. Und Vorgrim die Eier einschlagen lassen. Ja.
Bleibt's bei dreien? Oder kommen wieder noch mehr? Nein, scheinbar bleibt's bei dreien. Das heißt, Kugelblitze von mir. Bei Angriffsspark! Vorgrim ordentlich draufhauen. Zusammenhalten! Ardo ordentlich draufhauen. Bei meiner Treue! Ei! Pyrus hat schon wieder keine Munition mehr. Letztes Büttel Pfeile. Sanyasa! Er kann noch einen Rückschlag machen und er noch einen Klingensturm und dann müsste das die Kiste sein. Jupp. Komm, der letzte noch. So. Ardo kurz verbinden. Was? Gut. Pyrus kann die drei noch häuten. Aber sicher. Wird gemacht. Und wie viel wurde Ardo geheilt? Trefferpunkte 11 Stück. Okay, das ist nicht so viel, aber es ist wenigstens etwas. Okay, nächster Durchgang. Hm? Vorgrim bitte mal ordentlich draufhauen. Okay. Wir sind wieder im Tempel. Gott sei Dank. War das jetzt die letzte? Letzte Tunnel? Ja, scheint so. Wir sind tatsächlich unten angekommen, hä? Das hier haben wir ja von oben gesehen. Erst einmal den Transversalis-Ring aktivieren. Dann wieder hier runter. Hier scheint es ja allerhand Nischen zu geben, in denen aber nichts ist. Na, hier ist ein Weg weiter nach unten, den man sehen kann. Der scheint aber nur von da drüben aus erreichbar zu sein. Naja, das ist der Transversalis, den wir aktiviert haben. Mhm, da sind noch mehr Morphu. Oder Morphi oder Morphus oder wie man es auch immer die Mehrzahl ausspricht. Hier ist auf jeden Fall ein Gebetsbuch. Das lesen wir mal. Auf den Seilen sind Gebete an Effort, den Gott des Meeres, aufgelistet. Denn mit diesem Ansinnen sind die Mauern unseres Tempels in den Leib des Flusses gesetzt worden. Dass Efferts Wille und seine Gnade nicht nur die großen Meere durchdringe, sondern auch diese Gewässer. Da hatte der Flussvater wohl was dagegen. Und so sollen diese heiligen Texte Verwendung zum Preis des Herrn der Meere finden, auf das sie Sanftmut in ihm stiften, auf das er Land und Dorf an den Ufern des großen Flusses nicht strafe, indem er die Wasser zur Zeit des Regens über die Ufer treten lasse, sondern den Fluss beruhige und seine Fluten mäßige. Was? Da war der Flussvater wohl nicht ganz so einverstanden damit. Na? So. Was? Ah, du trägst ein gutes Schild. Gut. Dann sehe ich nur den Weg da drüben weitergehen. Und dazu muss ich das Mosaikrätsel lösen. Genau, eine Sackgasse, nur dieses seltsame Mosaik dort. Es scheint, als ließen sich seine Teile bewegen. Oh, die sind sogar durchnummeriert. So, ihr bleibt jetzt erstmal alle hier stehen. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist die 1? Erster. Dem Eckenrahmen nach zu urteilen, gehört der da unten hin.
Also schieben wir den mal nach da unten. So. Gut. Jetzt brauchen wir Nummer 3 schon mal an der richtigen Stelle. Jetzt brauchen wir Nummer 2. Sieht einer Nummer 2 11, 16, 4. 4 gehört da unten hin. Das ist 6, 7. Da ist Nummer 2. Wo war jetzt Nummer 2? Ach, da. Das war schon mal richtig. So, Nummer 2 ist auch da, wo er hingehört. Jetzt Nummer 3. Nein, das war schon mal nicht richtig. So ungefähr dürfte das gehen. Jawohl. 7, 5 stehen schon mal richtig. Jetzt brauche ich Nummer 5, 6 brauche ich nun. Mal gucken, ob ich das so einigermaßen richtig mache. Nein, du bist Nummer Dings. Aber da steht schon mal 12 richtig. Und genau, so ist das richtig. Jetzt müssen wir noch die da richtig hinkriegen. Das ist Nummer 14 von. Das ist 15, also 15 muss hier hin. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich den da hin drüben hinkriege. So, dann kommt der hier hoch. Vierzehnter. Also da ist die Ecke schon mal richtig. Nein, die beiden sind genau verkehrt rum. Na, jetzt ist diese Bredouille hier drin. Wie kriege ich dich da hinten wieder hin? Kriege ich euch beide ausgetauscht?
Lass mich mal kurz überlegen.